Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. In diesem Video schauen wir uns mal an, wie sich die Spawns nach Update 1.6 geändert haben und wie ihr erkennt, in welcher Zone ihr wohnt und welche Saurier wo fangen könnt. Viel Spaß mit diesem Video zu Jurassic World Alive. Diese Woche könnt ihr auf meinem Kanal wieder 15 Euro Online-Guthaben gewinnen, sei es PSN, Google Play oder Paysafe Card Guthaben. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten zum Spiel mehr verpasst, einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich nächste Woche im Video ziehen. Viel Erfolg euch allen. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, vorab, so viel haben sie gar nicht geändert. Und auch eine kurze Frage, ist das für euch eigentlich okay, wenn ich jetzt nicht unbedingt nebenher Gameplay einblende, wenn ich wirklich solche vielen Folien habe, wo ich euch viel zeigen möchte? Ich dachte immer so, das ist vielleicht ein bisschen ablenkend, deswegen habe ich das jetzt bei den Videos mal so gemacht und mache das heute auch so. Schreibt dazu gerne mal in die Kommentare, wie ihr das lieber hättet und dann werde ich das in Zukunft so machen. Ja, Spawns. Wie funktioniert das Ganze mit den Spawns? Ich blende euch jetzt erstmal ein. Globale Spawns. Was das ist, erkläre ich euch sofort, aber einfach nur, dass ihr schon mal ein Bild habt und schon mal drüber schauen könnt, was könnte da so wo spawnen. In Jurassic ist das aufgeteilt. Es gibt einmal die globalen Spawns, das sind die Spawns, die überall auftauchen können. Überall auf der gesamten Karte können diese auftauchen. Darüber seht ihr immer aufgeteilt nach tagsüber, Dämmerung morgens als auch abends, dann nur Dämmerung, nachts und Dämmerung und jederzeit. Und genau das heißt nämlich aus, sagt nämlich aus, oder heißt, wann diese Saurier, also zu welcher Uhrzeit die zum Beispiel in dieser Zelle oder eben jetzt hier global spawnen können. Dann gibt es neben den globalen Spawns noch Zellenspawns. Es gibt insgesamt auf der Karte vier verschiedene Zellen, wo bestimmte Saurier auch eben zu bestimmten Uhrzeiten auftauchen können. Und da könnt ihr erkennen, hier zum Beispiel in welcher Zone ihr daheim wohnt, in welcher Zone ihr arbeitet. Und da könnt ihr eben sehen, was genau spawnt da und wisst, in welcher Zone, wenn ihr erkennt, welche Zone was ist. Wo fange ich denn was? Wo muss ich hingehen? Ach, bei mir da in der Schule, da ist die Zone, da fange ich zum Beispiel den Dikosaurus. Ja, und so könnt ihr eben ganz gezielt Saurier fangen gehen, wenn ihr wisst, in welcher Zone was spawnt. Und darum soll es eben gehen. Dann gibt es neben den Zellenspawns noch Parkspawns. Parks sind einfach Grünflächen, aber auch versteckte Punkte auf der Karte, die nicht unbedingt grün markiert sind, wo diese Parksaurier spawnen können. Die können in jeder Zone auftauchen, als auch aus, ja, die können, wie gesagt, überall auch auftauchen, in jeder Zone eben. Und es gibt noch Nestspawns. Nestspawns, das sind gebäudeabhängige Spawns. Da müssen wir mal schauen, ob wir das noch ins Video reinbringen. Wenn ja, ganz am Ende. Ansonsten gibt es dazu noch ein extra Video, wo ich euch das erkläre. So, hier bei den globalen Spawns, ihr habt sie jetzt im Moment eingeblendet gesehen. Ihr seht ganz links bei tagsüber Dämmerung spawnen vier verschiedene Saurier: Amagasaurus, Apatosaurus, Ornithomimus und Tyrannosaurus Rex Generation 2. Ich werde jetzt nicht zu 100% drauf eingehen, was sich unbedingt geändert hat, sondern ich werde einfach euch alle Saurier vorstellen. Und ich glaube, bei den epischen, da fällt uns dann relativ schnell auf, wie etwas vorher gespawnt ist. Und wir sehen hier tagsüber und in der Dämmerung, da war sonst zum Beispiel der Tyrannosaurus Rex Generation auch 1, also Generation 1 auch dabei, der epische, der ist rechts auf jeder Zeit rüber geswitcht. Das heißt, der taucht nicht mehr nur tagsüber und in der Dämmerung auf, der taucht jetzt auch nachts auf. Ja. Dann haben wir in der Dämmerung Dimorphodon, das ist gleich geblieben. Wir haben nachts Caprosuchus und Velociraptor, Tarbosaurus und Tubandactylus. Und gerade Caprosuchus wird immer häufig gefragt von vielen Leuten. Der kann nachts und in der Dämmerung global auftauchen, das heißt überall. Hier gibt es keine bestimmte Zone, wo der vermehrt auftritt. Velociraptor auch ganz wichtig für Indominus Rex und Tarbosaurus für Torodalasaurus. Jederzeit können dann noch Baryonyx, Nodopatosaurus auftauchen. Wobei ich gar nicht weiß, ob Nodopato letzte Season auch schon so war, beziehungsweise letztes Update, ich glaube ja. Hier ist aber auf jeden Fall noch der Spinosaurus Generation 2 hinzugekommen. Der kann global auftauchen, der Episch, der war sonst ein Zellenspawn, ist also nur in einem kleinen Bereich aufgetaucht und jetzt kann er global auftauchen. Und wir haben dann eben noch den Irritator Gen 2, der letztes Mal schon dazugekommen ist, den Nodosaurus, Nundasuchus und Utahraptor. Kommen wir jetzt mal zu den lokalen Spawns. Das sind eben genau diese Zellen und hier seht ihr erstmal die Zelle 1 und 2. Obere Zelle 1, ja, da sind verschiedene Saurier und ihr kennt eure Zelle am besten daran, indem ihr jetzt genau hier reinschaut. Ach, das ist Zelle 1. Ihr guckt rechts daneben und guckt dann am besten bei tagsüber und in der Dämmerung, was taucht da häufig auf oder auch in jeder Zeit, zu jeder Zeit, was taucht da häufig auf bei den gewöhnlichen Sauriern. Das sind die verbreitetsten Spawns, die man sieht.
Und das ist für die Zone 1 Deinocerus, Dimetrodon Generation 2 und Majungasaurus. Wenn diese drei Saurier bei euch spawnen, dann könnt ihr nahezu zu 100% sicher sein, dass ihr in Zone 1 wohnt oder an einem Grenzbereich, wo vielleicht eine Zone angrenzt. Die Zonen könnt ihr euch so vorstellen, das sind eine gewisse große Stelle auf der Karte, vielleicht schätzungsweise 1 Kilometer mal 1 Kilometer. Und die Zonen können natürlich aneinander hängen, dass zum Beispiel fünfmal die Zone 1 mit der Fläche von 1 Kilometer mal 1 Kilometer aneinander hängt und deswegen die Zelle größer erscheint als andere. Das kann natürlich passieren. Und ja, in diese Zelle, wo eben diese drei gewöhnlichen auftauchen, da können dann eben andere Saurier auftauchen, wie zum Beispiel Postdimetrodon oder der Sinoceratops oder Concavenator. Und das ist eben genau wichtig, zum Beispiel, wenn man jetzt den Sinoceratops braucht, ja, dann sucht man eben in der Zelle und zündet da vielleicht mal einen Geruch. Dann kann in der Dämmerung natürlich noch der Kentosaurus spawnen und das sollte auf jeden Fall euch weiterhelfen, den Wunschsaurier zu finden. Erwähnenswert bleibt noch hier Dilophosaurus, wichtig auch für Dilophosaurus, Megalosaurus für Megalosuchus, die tauchen hier ebenfalls auf und der neue seltene Vogel, den ihr da auch seht, der Scaphognathus. So. Und zusätzlich noch nachts und in der Dämmerung ein Delta. Unten drunter habt ihr Zone 2. Die erkennt ihr daran, wo eben diese Dracorix Generation 2 spawnt und der Euplocephalus als auch der Einiosaurus. Einiosaurus ist der häufigste Spawn somit da, der taucht jederzeit auf. Da könnt ihr sehr sicher sein, tauchen die auf, dann findet ihr in dieser Zone auch einen Dracorix, einen Gorgosaurus, einen Aligosaurus Generation 2, einen Diplocalus 2 und bei den epischen Pyroraptor, Uranosaurus, Segodontosaurus und Stegoceratops und nachts noch Charlie als Special Saurier. Ja, das sind so die Zonen 1 und 2. Es gibt natürlich noch eine Zone 3 und 4. Und ich wohne zum Beispiel in der Zone 4. So, die Zone 3 erstmal, die erkennt ihr daran, wo Allosaurus spawnt und Triceratops Generation 2 und Diplocalus. Das heißt, wenn diese Saurier vermehrt bei euch spawnen, ja, das heißt jetzt nicht, wenn einfach mal ein Diplocalus da aufgetaucht ist, dass ihr in der Zone seid. Nein, ich hatte ja gesagt, es gibt auch noch gebäudebedingte Spawns, dann kann als dieses Beispiel zum Beispiel da auch ein Klempner sein. Aber dazu in einem anderen Video mehr. Also, habt ihr bei euch eine Zone? Allosaurus, Triceratops, Diplocalus, dann könnt ihr da sicher sein, dass da auch mal ein Monolophosaurus auftauchen kann, Spinotaraptor und Erlikosaurus. Und ihr wisst zum Beispiel, in dieser Zone ist auch ganz wichtig der Tuyangosaurus, dass ihr da mal einen seltenen Geruch zünden könnt und so eure Chance auf zum Beispiel jetzt neu, Dimetrodon, der ist neu dazugekommen und Tuyangosaurus erhöht. Ja, Zone 3 war sonst der Spinosaurus, Generation 2 drin, der ist jetzt ein globaler Spawn, Brachiosaurus war zuvor global, der ist jetzt in diese Zone gerutscht. Ja, dann haben wir natürlich auch noch die Zone 4, beziehungsweise in Zone 3. Ja, Edmonto kann hier noch auftauchen und Echo nachts. Dann haben wir noch zu guter Letzt die Zone 4. Und die erkennt ihr daran, wo eben Parasaurolophus, der Monolophosaurus Generation 2 und der Suchomimus auftauchen. Und hier können dann bei epischen Cryposuchus auftauchen. Der ist jetzt dahin gewandert vom Park aus. Dafür Ankylosaurus in den Park, sehen wir gleich auch noch. In Colasuchus, Gorgosuchus und Ratchasaurus bei den epischen, Suchomimus, Suchotator, Huerusaurus, Spinosaurus ist sicherlich auch noch wichtig. Und Girafatitan nachts ganz wichtig für die Leute, die Nodopato-Titan drin haben. Hier taucht der Bestandteil auf. Soviel zu den Zonen. Wenn ihr dazu Fragen habt oder Hilfe braucht, wenn ihr eure Zone nicht erkennt, schreibt es auf jeden Fall schon mal in die Kommentare, dann werde ich euch da helfen. Kommen wir jetzt noch zu den Parkspawns. Parkspawns, das hatte ich eben gesagt, das sind zum einen diese grünen Flächen, ja, wo solche Saurier auftauchen können. Aber sowas muss nicht unbedingt als grüne Fläche gekennzeichnet sein. Zum Beispiel könnt ihr ja auch einen Park bei Google hinzufügen oder aber auch Kinderspielplätze und so weiter zählen oder haben dazu gezählt in der Vergangenheit. Und das heißt, um diesen Punkt und diesen Spielplatz rum, so einen gewissen Umkreis, 50, 80 Meter Radius drum, ich weiß es nicht genau, oder Durchmesser, ich weiß es nicht, wie groß es letztendlich ist, können diese Parksaurier auftauchen und natürlich in allen Grünflächen. Ihr seht, tagsüber haben wir jetzt hier Ankylosaurus und Darwinopterus und Dimodactylus, drei epische am Start und zusätzliches Tenontosaurus noch hingewandert. Letztes Update schon Dilophosaurus Generation 2 hin, Triceratops ist hingewandert, Stegosaurus bei jeder Zeit ist da noch hingewandert. Das sind sehr, sehr wichtige Saurier und das haben sie dieses Update noch ein bisschen ausgebaut. Ja, gerade auch der neue Mayasaurer ist in den Park gebunden. Das heißt, momentan taucht er nur in Park, in Grünflächen oder an Parkstops oder Park
Flächen, die man nicht unbedingt auf der Karte sieht, auf. Wir haben hier noch Purosaurus Generation 2, Tanicula Creus, Quetzalcoatlus, Sarcosuchus, Pteranodon auch noch ganz wichtig, Ophiakodon, Amagocephalus, Ankylogodon, Ankylosaurus Generation 2, Iguanodon, Hatzegopteryx, Lytronax und das war es soweit. Das sind also diese Parkspawns, die dort, wo eben an Parkstellen und so weiter, diese Saurier auftauchen können. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen ganz guten Überblick darüber. Ihr könnt ja gerne auch mal eure Meinung zu den Änderungen in die Kommentare schreiben. Ich persönlich finde, sie haben ein bisschen zu wenig geändert, ja. Sie hätten ruhig 2, 3, 4, 5, 6 Saurier noch mehr durchändern können, viel mehr aber auch nicht. Ich finde es gut, dass sie da eine gewisse Konsistenz drin haben und wir nicht alle 2 Monate alles neu lernen müssen, weil alles durcheinander geworfen wird. So kennen wir die Orte, wissen, wo was auftaucht, aber so ein paar mehr Änderungen hätte es meiner Meinung nach schon geben können und die Parks sollten sie nicht so überladen, denn das heißt auch immer, mit je mehr Saurier in einer Zone oder in einem Park sind, dass die Spawn-Chance für einen Einzelnen, gerade auch bei den Epischen, wenn die da jederzeit so einen Geruch anmacht im Park, dann haben wir jetzt hier, ihr seht ja noch eingeblendet, haben wir hier 5 verschiedene, 6 verschiedene epische Saurier. Sprich, macht ihr den Tagsüber an und es spawnt ein epischer Saurier, dann habt ihr quasi nur 1/6 Chance, also 16%, dass der bestimmte epische Saurier wie Pteranodon dort auftaucht. Und da weiß ich jetzt noch nicht mal genau, ob in diesen Parkflächen normale Saurier spawnen können aus der Zone, was die Chance nochmal verringern würde. Und ihr seht, je mehr sie dann in den Park reinhauen, umso schwieriger wird es für uns überhaupt, die Parksaurier zu bekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal eine Bewertung da und schreibt doch mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Macht's gut, bis dahin und ciao.